Nice. Wer ist Yasu? Ja? Sagen, na nicht so viel, aber vielleicht war der auch mal hier. Okay, jetzt haben wir tatsächlich ein Set. Arthur, Niki. Ja. Arthur hat schon ein paar Mal gegen ihn gewonnen, glaube ich. Aber. Ist auch schon ein bisschen auch her. Auch schon länger her, ja. Auf jeden Fall. Niki auf jeden Fall super dominant in Berlin. Ja. So niemand kommt so ansatzweise close. Vielleicht heute, who knows, aber Arthur hat sich nicht so wirklich vorbereitet auf das Turnier, hat er auch gemeint. Ja. Und ohne Vorbereitung gegen Niki wird schwer. Ja, es sieht wirklich schwierig aus, aber ich weiß auch, ich habe gerade Niki gesehen, wie er auch Ice Climbers aufgewärmt hat. Wahrscheinlich für den FD-Pick, falls er mal ein Game droppt. Aber ja, anscheinend scheint er hier doch Fox zu spielen. Ja, müssen wir schauen, wie gut Arthur heute spielt. Ja, das schauen wir mal. Ich weiß allgemein nicht, wie gut Niki gegen Marv ist. Ich glaube nicht so gut eigentlich. Also natürlich, Niki farmt uns und auch unsere Marvs, aber weil er halt auch einfach der bessere Spieler ist. Ich bin mir nicht sicher, wie gut er wirklich in diesem Matchup ist. Ja. Wird immer von 60-40 geredet. Auf jeden Fall ein roughes Matchup für Fox. Fühlt sich an, als müsste man sehr viel arbeiten. Auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist ein faires Matchup, finde ich. Ja. Also halt nur so, man muss halt wirklich super aufpassen, nicht zu overcommitten. Ja. Gerade auch so im Punish-Game kann es halt richtig punishing sein, wenn du zu overcommittest und dann Reverse-Punish-Game wirst. Ja, auf jeden Dass Fall. Dass halt so, gerade weil du paar Frames off bist, irgendwie so eine Fair oder eine Abwehr von Marv kommt. Und ja. Dann ist es seine Kombo. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber mal gucken. Ja, es soll ein gutes Set werden. Vielleicht auch 3-0 für Niki, aber wir schauen mal. Also, es ist wahrscheinlicher für ein 3-0 oder halt für ein schnell. Vielleicht ein FD-Game, aber vielleicht ist Arthur on fire heute. Who knows? Ja, mal schauen, wie er sich vorbereitet hat. Oh, ich glaube, sie gehen gleich rein. Super, Battlefield, nice. Ja, also normalerweise schaltet man immer auf Battlefield oder Fountain in dem Matchup. Oh, schöne Downer. Und beide Fairs genommen und gecrouched. Einfach nach unten gehalten. Es ist viel zu gut. Ja, das ist wirklich voll gut gegen Marv. Oh, nice. Stark. Geht einfach für den Schein. Schön. Okay. Das war tatsächlich auch ziemlich interessant, dieser F-Smash. Hätte er wirklich connected, like, Niki hätte wahrscheinlich so eine Abwehr-Diät oder ein Abtilt, das auf die Plattform landet, hat er komplett nach rechts gehalten und Arthur wusste es halt und dachte sich, ey, wenn ich dich jetzt tippe, du wirst so von raus die ein. Ja, bestimmt. Und es hätte halt auch töten können. Aber leider nicht getroffen. Ja, vielleicht auch ein paar Prozente off, vielleicht auf dem Spacing. Oh, war bereit für die Rolle, konnte nicht punishen. Ja, das Abtilt kann man leider nicht gegen Marv machen. Also auf jeden Fall nicht on Shield. Oh, schön. Da hat er gut Farbe bekommen. Kein SDI auf die Abwehr. Na, darf mal schauen, ob wir den Set noch welche sehen von Arthur. Schön in der. Aus der Range vom Shine gegrabt. Richtig. Oh, die Side-B. Ja, Abwehr. Aber jetzt weiß ich nicht, was kommt. Oh, das hätte ein Shine sein können, ne? Ja, aber er lebt noch. Oh, und nein. Und er lebt nicht mehr. Bei 22% gestorben. Das ist schmerzhaft. Die Sache bei Niki ist halt, er punisht dich so hart für Fehler, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, so neutral oder so, ist er nicht mal so krass out of reach. Also was halt Niki so gut macht, ist einfach einen so hart zu punishen für jeden Fehler, den man macht. So, die meisten Leute geben dir vielleicht so 40% und das war's, Niki tötet dich dafür. Absolut. Aber Arthur auch gerade mit einem Gimp einfach, um direkt zu antworten und schon ist es last one. Oh, Niki nährt in die Corner. Aber nichts passiert. Schön. Ja, das Uptilt. Oh, hätte er graben können, glaube ich. Nach der Nähe. Oh, die Rolle war wichtig. Oh, schön. Catch mit der Fair. Nicht auf Stage. Anyone's game.
Ah. Der Vorlauf war bestimmt mit Absicht. Ah, ich glaube, er hätte einfach nur abbiegen sollen, nicht sidebeam. Ja, aber... Schade, aber sehr, sehr close. Es war super close, aber gerade Niki ist halt in dem Szenario der Better Player und je länger ein Set eigentlich andauert, desto eher ist es in seinem Favor wahrscheinlich. Ja, das ist eigentlich immer so. Also Adaption und so ist halt schon ein Ding. Und Niki, so gut muss und man da erstmal sagen. Und kein FD, ne? Tatsächlich. Stimmt, geht einfach direkt zurück zum Battlefield. Aber ich glaube, er weiß so, dass ihn die Ice Climbers erwarten. Das kann gut sein. Er fühlt sich einfach mehr confident auf Battlefield. Einfach ein komischer Pick, ne? Ich meine, Stadium wäre vielleicht auch... Ja, ich hätte eher Stadium getippt, ja. Wenn überhaupt. Aber Arthur nimmt vielleicht auch einfach die Stage, weil er sich mehr comfortable fühlt. War ja auch close. Ja, das auch. Okay, oh, Messer von Niki. Oh, das war eine schöne Nähe. Oh! Wow, okay, das war sick. Ich dachte, nach der Fair hätte Niki noch mehr Optionen gehabt, aber anscheinend war er zu low gedroppt nach den Hits. Oh, wow. Na, gute Abbi. Ja, der Marv-Killer-Killer. Ja. Ja. Diese Bäcker wollte das safe nicht machen. Aber Punish geht trotzdem noch weiter. Und noch ein Grab. Der, ja. Wow. Nicht schlecht auf jeden Fall. Das ist halt immer so scary gegen Mars. Vor allem, ja. So als wir von Pal zu NTC geswitcht sind, so viele Pal-Fox sind halt gewohnt einfach auf dich zu dir. Ja, rein, auf jeden weil Fall. Es ist nie was passiert. Aber jetzt mittlerweile wirst du einfach eine Dare abbekommen und stirbst. Ist auch so wichtig für Marv, einfach einen confirmen, einen sicheren Tod zu haben von einem Grab. Mhm. Sonst muss man halt einfach zur Stage in die Mitte dir ein. Das ist halt immer so die Frage, willst du Combo fressen oder eine Dare und du bist tot? Ja. Oh, Niki nimmt sich schon richtig schön Zeit. Spielt die Platforms. Kriegt die Bär. Trotzdem 13-2 Stocks, auf jeden Fall viel drin für Arthur. Oh, wie er einfach gecrouched hat. Geht er raus? Aber reicht nicht. Nee. Dattel. Oh, mit dem Engel. Schade. War auch ein super harter Winkel. Ja, übel. Was macht der Junge? Das sah sick aus. Oh, oh das war nice. Ja. Ja, dieser Steinadoschild ist auch richtig gut gegen Marv. Oh ja, nur Dash Tag hätte da getroffen. Ja. Gute Awareness von Karon. Leider nichts daraus bekommen. Aber jetzt. Und jetzt kassierte. Ja. Oh mein Gott, er bringt es einfach noch Zero zurück. To death. Jetzt ja, ein schneller Gimp. Ein Ash Guard Abi. Ah, das war. Okay, ich glaube, er hätte einfach doch die Ash nehmen sollen. Das war's, ja. Ja. 1-1. Ja, crazy. Sehr schön. Sehr schön. Geht Niki jetzt direkt Dreamland? Das ist echt. Oder Frage. FD mit ICs? Es wäre sogar ein legitimer Counterpick. Aber ich weiß nicht, ob er es so forcen möchte, ne? Also. Nee, wahrscheinlich nicht. Der will wahrscheinlich Orator einfach von FD abhalten, ne? Ja, so mit der Thread einfach, ey, wenn du FD gehst, dann nehme ich ICs. Ja. Auch cool, dass er da so seinen eigenen Counterpick gefunden hat. Oder Yoshis, stimmt, Yoshis ist auch ziemlich guter Counterpick gegen Marv. Ja, also ich persönlich prefer auch Yoshis. Ist auch so eine New Age Sache, ne? Dass die Foxes jetzt denken, dass Yoshis besser ist. Ja, früher hieß es halt immer Dreamland und Niki glaubt auch Dreamland. Ja. Aber ich bin Yoshi-Verfechter. Also die Plattformen sind halt schwieriger dafür, Marv-Combos zu bekommen. Aber ja, aber Marv heutzutage haben das Punch-Game auch so optimized, ja. dass sie trotzdem lange Combos rauskriegen. Ja, das stimmt auch. Deswegen so, kein Marv der Welt wird nur noch so unter der Plattform abtilten. Ja. Das ist halt so vor 7 Jahren Vibe gewesen, als ich noch angefangen habe. Aber heutzutage machen die crazieren Shit. Ja, das stimmt. Aber zahlt sich aus, Dreamland bis jetzt. Nur 30 Sekunden drin und schon so viel Damage. Guck, das ist halt auch so die Sache. Arthur hat auch auf der Stage einen Uptilt connected unter der Stage. Was ist passiert? Niki slide off und ist weg. Ja. Vielleicht auch was anderes einfallen lassen. Es gibt ja diese No-Impact-Lands, sind eigentlich ziemlich gut auf Dreamland. Ja, kriegt er, okay. Arthur hat wahrscheinlich erwartet, dass Niki weiter wegfliegt. Ja.
Hast du trotzdem noch genug Zeit hinzukehren mit den Upsmash? Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, so, dass es so viel Zeit wird, noch hinzugehen ja. und Upsmash einfach zu hitten. Downer? Ja. Das sah ein bisschen zu hoch aus, ne? Aber ja, ja, aber Arthur weiß, er kennt seine Hitbox, ne? Ja, kennt auch seine Prozente, das hat er mir auch erzählt. Schön. Oh. Ja, das ist die Vorder, die du möchtest. Oh, oh mein Gott. Der Schein war so smart. Der war so smart. Ja, das wäre das ganze Game. Hätte er den Schein nicht gemacht, wäre es Two Stocks Fies gewesen. Ja, schöner Reinschein. Was macht er draus? Ja. Oh, nice. Ja, der. Das Mix-Up. Wow. Okay. Das soll es gewesen sein, ja. Ja. Starkes Game von Niki auf jeden Fall. Okay, mal schauen, wo Arthur jetzt hingeht. Probiert er FD, geht er Pokémon? So, ich glaube, das sind so die zwei Picks, ja. die er so konzentrieren kann. Ich glaube, er geht Pokémon, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Aber FD auf jeden Fall anscheinend nicht sein Lieblings-Counterpick. Oder halt Angst vor Icys einfach. Ja, eins dabei, wenn ich sogar beides. Ja, aber mit Stadium. What? Wer grabbt jetzt? Der war weird. Stadium, glaube ich, auch die richtige Option. Oh. Stadium ist auf jeden Fall auch eine super gute Map. Ne? Ja. Schönes Update von Niki. Ah, ist das ein Stock? Nee. Oh, wow. Auch gut sind die Eye von Niki. Dartle? Nee, er grabbt auf die Edge. Super. Aber auf jeden Fall viel mehr competitive, als ich dachte. Also nicht... Ich dachte, Niki würde ihn schon ein bisschen washen, aber... Ja, Arthur scheint doch ein bisschen gepracticed. Obwohl er Familienvater ist. Ja. Das ist schon respektabel. Ist trotzdem noch relativ close. Schon eine Abwehrschein? Nein. Naja, auch gut. Ah, schönes Trotte. Ja. Ein bisschen Regrab. Also hat irgendwie zwei Punches gedroppt, aber trotzdem noch wieder aufgehoben. Das ist halt so ein Marv-Ding. Ja, yeah, also. Übelst in die Mash-Up auf. Oh, schöner Mash. Das war ein paar Mal zu viel. Das war eine tiefe Camp-Combo. Oh, wieder kein SDI. Ja. Yeah. Die muss er hitten. Ich dachte, Arthur war auch schon in der Edge nach dem Air-Dodge, aber Nick hat trotzdem noch den Grab bekommen. Wahrscheinlich ein Vorder. Okay, F-Mesh regelt trotzdem den Motor. Let's go. Aber die Sliders auf den Up-Tilt machen echt einen riesigen Unterschied. Ja, ja. Ja, ich meine, so Marvel's and Punish Game relies halt schon sehr viel um so Plattform-Tech-Chasing und so. Ja. Und wenn du halt die Sachen einfach Slide offen kannst, kriegt halt Marvel so wenig raus. Ja, das ist true. Schönes Basic, wow. Down, ja. Oh, schade. Aber Arthur auch ein bisschen am Moven gerade, muss ich sagen. Sehr schön. Ja, sieht doch ein Game 5 aus. Mal schauen, vielleicht kriegt Niki zwei eklige Scheins rein. Ja. Und das war's dann. Vor der weiß ich nicht, ja. Wahrscheinlich wollte er auch was anderes machen. Oh, es kann böse werden. Oh ja. Der, er geht dafür stark. Game 5, crazy. Ja, aber auch gut, dass er für die Downer da geht, ne? Also ich meine. Das ist halt schon scary, so vor allem wenn du so der Underdog bist in der Situation. Na, du willst keinen Risk eingehen, weil wenn du die verkackst, bist du halt tot. Aber er ballt einfach, der gibt gar keinen Fick und er macht das einfach. True. Ist ja auch nicht so wie bei Falco, wo es dann so ist, dass man einfach mit jeder Hitbox von der Downer. Ja, ja, mit Falco ist es halt super free. Ja, übel. Und mit Marv kannst du halt wirklich, also musst du schon ein bisschen präziser rangehen. Nicht vor allem Niki war halt auch relativ weit oben. Ja. So, du musst halt erst wirklich offstage sein und die dann die der machen. Ja. Weil wenn du die halt zu spät machst, falsche Hitbox, wenn du die zu früh machst, kommt gar keine Hitbox raus, weil du halt noch onstage warst. Ja, true. Ja, aber Yoshi ist auf jeden Fall, finde ich, auch der richtige Pick für Niki. Ja, ja. Wie gesagt, ich bin Verfechter, Yoshi ist beste Station im Matchup für Fox. Ja. Ja. Also du gibst Marv halt weniger Platz zum bewegen, du hast immer noch eine Top-Plattform, die ganz nice ist, du killst relativ früh. Ja. Deswegen Marv killt auch früher zur Seite, aber es ist halt trotzdem, finde ich, so ein Benefit, dass Up-Row, Up-Air oder Up-Smashes früher töten. Ja, das ist true. Oh, Randall hilft ein bisschen. Oh, sehr schöner Dash.
Abwehr. Ja. Ah. Auf die Stage? Okay, ja. Abwehr. Ja, sehr schön von Niki. Aber Arthur hält es relativ close. Das ist auch nicht. Ja. Wow. Ja, das ist dieser schöne Kill, den man jetzt machen möchte. Oh, er wollte den Gimp. Ja. Hatten gesehen. Downer, ja. Die Downer ist voll gut, ne? Oh, ja. Oh, schöner Crouch von Niki. Ah, nicht den Schein bekommen, den er wollte. Oh. Ah, Empty Hop Schein, auch schön. Oh, das ist die Abwehr. Okay. Keine SDI bis jetzt, oder? Nee, noch gar nicht. Schade, schade. So, wenn ich gegen Arthur spiele, hitte die jedes Mal. Ja. Ich weiß nicht, ob Niki halt irgendwas anders macht vom Spacing her oder so. Kann halt immer sein, ne? Ich merke das gar nicht. Ja, same. So, vielleicht macht Arthur alles richtig, aber Niki hat irgendwie so Counterplay, was halt viel zu gut ist. Ja. Ja, die schaut auch ab, wäre das gut. Oh, ein paar Missinputs. Oh, aber jetzt spielt Niki auch immer stärker. Ah, war das ein Abi? Yeah, ja, ich glaube, er wollte auch. Das sah so aus, weil er so einen Jump nach hinten gemacht hat für Reverse Abi. Oh, diesmal hält sie nicht. Oh, schöner Attack, was? Ah, aber keine Zeit für Counter oder so gehabt. Schade. Ja, also Arthur muss hier wirklich was finden, wenn er den Comeback hier machen möchte. Das sieht nicht gut aus für einen Familienvater. Auf jeden Fall. Oh, das ist schmerzhaft. Delated Box von Fox Up Smash. Er hat auch keine Up-Downer hier zu finden. Oh. Ja, so einer der Sachen, die an Yoshi ist, nicht so gut ist für Fox. So Down-Tilt an der Ledge. Ja, stimmt. Ist noch viel stärker. Bisschen schwerer, ja. Aber Arthur muss da jetzt sich ranhalten. Also ja. Das ist natürlich noch, gerade in so einem Matchup schon möglich. Aber das ist super hart, vor allem gegen Niki. Ja. Oh, schön. Komm, Niki ist halt eine. Oh, was? Oh, mein Gott. Das war sick. Okay. Na, nicht. Oh, er macht das ja. Oh, okay, das aber war. Aber schönes Set. Arthur hat es auch schön competitive gehalten. Viel besser, als ich dachte.